Flutlicht an der Hafenstraße. Rot-Weiß Essen empfängt den SV Rödinghausen. Die Rot-Weißen wollten nach dem Last-Minute-Unentschieden in Gelsenkirchen den nächsten Dreier nachlegen. Die Gäste aus Rödinghausen kamen mit der Empfehlung von 14 Punkten aus den letzten 7 Partien an die Hafenstraße. Und der Vorjahresmeister, der auf den Aufstieg in die dritte Liga verzichtet hatte, zeigte von Beginn an, dass er nicht als Punktelieferant angetreten war. Flanke von der linken Seite und Simakala kommt zum Kopfball. Sein Ball verfehlt den Kasten jedoch deutlich. Auf der anderen Seite hatten auch unsere Jungs ihre erste Chance in dieser Partie. Young bedient hier Kefkir, dessen scharfe Hereingabe landet auf dem Kopf von Engelmann und der Ball tropft auf die Latte. In der Wiederholung schön zu sehen, da wäre für Schönwälder nichts zu halten gewesen. Gute 10 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt absolviert. Beide Teams neutralisierten sich in der ersten Hälfte weitgehend und so kam es nur zu wenigen Torchancen. Der ehemalige Essener Wirtz legt hier ab, der Schuss geht aber dann doch deutlich über den Kasten. Wenn es dann aber mal schnell ging, dann wurde es auch gleich gefährlich. Grote mit dem langen Pass auf Kehl Gomez. Der hat ein Auge für Engelmann, der zieht in den 16er, zögert dann einen Moment zu lang und der Ball kann zur Ecke geklärt werden. Rot-Weiß hatte deutlich mehr Ballbesitz in den ersten 45 Minuten, musste aber auch jederzeit in der Abwehr aufmerksam bleiben. Simakala steckt hier den Ball durch, die Flanke wird aber zur leichten Beute für Daniel Tavares. Christian Neidhardt reagierte zur Pause und brachte für den gelb-rot gefährdeten Alexander Hahn Amara Condé in die Partie. Der leitet mit einem seiner ersten Pässe diesen Schuss von Harenbrock ein, der war aber noch zu ungenau. Doch RWE war jetzt deutlich aktiver als noch im ersten Durchgang. Simon Engelmann wird nicht angegriffen. Grote legt nochmal raus auf Plechati, der bringt den Ball in die Mitte und da steht Harenbrock und erzielt seinen dritten Saisontreffer. 1:0 in der 56. Minute. Da ziehen sie die Abwehr mal schön auseinander und Harenbrock kommt völlig blank zum Schuss. Erneut bestätigt Cedric Harenbrock die gute Form der letzten Wochen. Und die Führung im Rücken gab Rot-Weiß nun den Schwung, um sich weitere Chancen herauszuspielen. Grote auf Condé und der hat das Auge für Plechati. Der bringt den Ball wieder in die Mitte, beinahe eine Kopie des Führungstreffers. Aber Schönwälder ist zur Stelle. Das wäre vermutlich die Vorentscheidung der Partie gewesen sein. Dennoch, unsere Jungs steckt nicht auf. Grote erobert den Ball, Young mit einem Schuss, aber nicht gefährlich genug. Knapp 70 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt absolviert. Dennoch, hier spielte nur eine Mannschaft und die trug die weißen Trikots. Condé auf den eingewechselten Herzenbruch. Der auf Endres, der für Kefki in die Partie gekommen war, hat Glück, dass sein Gegenspieler wegrutscht, zieht ab und der Ball geht nur Zentimeter über den Kasten. Und dann sind wir auch schon in den letzten 10 Minuten der Partie. Langer Ball von Davari, Engelmann verlängert auf Endres, der unter Druck schießt, aber kein Problem für Schönwälder. Die Führung natürlich jetzt hochverdient, das 2:0 wäre eine Vorentscheidung gewesen und diese Vorentscheidung suchten unsere Jungs weiterhin. Das ist Harenbrock auf Baksat. Der ehemalige Rödinghauser auf Engelmann, der wird festgehalten und der Schiedsrichter zögert keine Sekunde. 11 Meter, Rot-Weiß Essen. Wolf hält Engelmann klar fest, hindert ihn so am Torschuss, daher vertretbare Entscheidung und rote Karte obendrein wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Damit die große Chance, den Sieg endgültig zu besiegeln. Engelmann lässt sich das nicht nehmen. Schönwälder hat die Ecke, aber keine Chance gegen diesen platzierten Elfmeter. 2:0, Simon Engelmann. Das war gleichzeitig auch der Schlussstrich in dieser Partie. Durch Tore von Cedric Harenbrock und Simon Engelmann sichert sich Rot-Weiß Essen einen 2:0 Erfolg gegen den SV Rödinghausen. Bereits kommenden Samstag geht es weiter beim Aufsteiger aus Bergisch Gladbach. Bis dahin, nur der RWE.